Nein, das machen wir gleich. Also ich hüpp hier noch so ein bisschen rum, weil ich noch ein, zwei Sachen erzählen wollte. Erstens wollte ich erzählen, dass ich dieses Level jetzt zweimal hintereinander beim allerersten Versuch geschafft habe. Und jetzt gerade spiele ich nicht mehr so furchtbar ernsthaft, aber egal. Ich habe nämlich gerade beim Testen der Aufnahme genau dieses Level einmal gespielt und es da auch direkt beim ersten Versuch geschafft. Also es ist wirklich scheinbar nicht so extrem schwierig, wenn man hier die richtige Taktik hat. Und nicht sowas tut. Aber das kann mir jetzt mittlerweile eigentlich egal sein. So, ich wollte nur noch so ein, zwei Sachen zu diesem Level erzählen. Deswegen spiele ich das überhaupt noch. So, wie war das? Hier, diese Taktik, die habe ich in einem Video gesehen, fand ich sehr cool und habe mich darüber sehr kaputt gelacht, weil das im Prinzipiell auch durchaus funktioniert, um eine so eine Kugel ein bisschen aufzuhalten, indem man einfach immer so im Kreis darum springt. So, was ich eigentlich aus vom Game Design Standpunkt aus zu diesem Level noch erzählen wollte. Das war einfach so eine Idee, dass man wirklich eine ganze Zeit lang diesen Kugeln hier ausweichen soll. So, diese Idee hatte ich, dann habe ich mir gedacht, ja, okay, brauchst irgendwie einen Timer, der diese Zeit angibt. Deswegen habe ich da oben die Pilze genommen, die einfach eine gewisse Zeit brauchen, bis sie denn runterfallen. So, da gibt es in den neueren Leveln andere Timing-Mechanismen, insbesondere mit Sandblöcken, aber das hier funktioniert ja auch sehr gut. Und habe dann einfach mal auf so eine freie Fläche hier so ein paar Kugeln gestellt. Ja. Dann habe ich ausprobiert, ob man das schaffen kann. Und ich habe das Level schon wieder geschafft, ohne fertig zu werden. Und mir ist aufgefallen, boah, das ist ja unglaublich einfach. So. Das ist nämlich hier eins der Level, die in der allerersten Version tatsächlich viel, viel, viel zu einfach waren. Und zwar lag das daran, dass alle Kugeln am Anfang die gleiche Geschwindigkeit hatten. So, was man dann machen konnte, ist, dass man die alle so zusammenzieht und da sie die gleiche Geschwindigkeit hatten, man quasi nur noch eine einzige Kugel hatte, der man ausweichen musste. Wenn man jetzt mal drauf guckt, das sieht man hier auch sehr schön, ist, dass alle vier Kugeln eine unterschiedliche Geschwindigkeit haben, um genau das zu vermeiden. Und dann ist es das Level tatsächlich ein bisschen schwieriger geworden und es hat ein bisschen gedauert, bis ich das selbst wieder geschafft habe. Aber wie man jetzt, glaube ich, hier gesehen hat, so furchtbar schwer ist dieses Level eigentlich dann doch gar nicht. Ich habe das jetzt dreimal erfolgreich beendet oder irgendwie sowas. Naja, gut. Schauen wir uns mal das nächste Level an. Das geht überhaupt nicht, weil das Problem an diesem Level ist, hier braucht man Timing. Und Timing ist ja so eine Sache, die war ausverkauft, als ich die besorgen wollte, weil, wow, das kann ich so gar nicht. Das war viel, viel, viel zu spät, wo ich da abgesprungen bin. Aber es war auch die Level-Design-Idee hinter diesem Level eben, nämlich dass man tatsächlich gut timen muss. So. Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren. Ich muss mal versuchen, mir zu merken, wann ich da oben, also wann ich losspringen muss. Da versuche ich mir die Kachel bzw. den Stein zu merken, wo der Pilz sein muss. So. Die Frage ist, hat das jetzt geklappt? So, jetzt. Ja, das ist die zählen. Sechste Kachel irgendwie von links in der oberen Reihe. Irgendwie so. Hier ist das Ganze nochmal ein bisschen anders. Und da muss ich das jetzt auch nochmal in Ruhe rausfinden. Das war ein Tick zu früh. Schade eigentlich. So, mit Timing-Sachen kann man natürlich, jetzt habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, kann man natürlich hier einiges machen. Sehr viel von diesen ganzen Timing-Geschichten in dem Spiel hängen natürlich mit den Sandblöcken in irgendeiner Form zusammen.
oder mit ja, dem Auffangen, wie hier, von irgendwelchen runterfallenden Sachen. Egal. Schade eigentlich, das sah relativ gut aus. Das sah im Gegensatz dazu relativ schlecht aus, gebe ich sehr gerne zu. Also es reicht nicht ganz natürlich, sich die Kachel zu merken da oben oder den Stein, an dem man loslaufen möchte, der sobald der Pilz dort ist. Weil es hängt natürlich auch ganz stark davon ab, wo die Spielfigur denn gerade steht. Und wo man abspringt und sowas. Es muss alles natürlich zusammenpassen. So, hier habe ich... Wow, ich habe den ersten Sprung total verkackt. Das war auch nicht so furchtbar gut. Jetzt habe ich das Abspringen komplett vergessen. Also wirklich sich auf irgendeine Timing-Geschichte zu konzentrieren und dabei auch noch irgendwas, schade, zu erzählen, ist gar nicht so einfach. Wobei auch Timing alleine für mich schon gar nicht so einfach ist. So, den nehmen wir mit, vielen Dank. Und bei dem hier muss man deutlich später springen. Ich versuche das so... Etwa da nochmal. Ja, den Pilz habe ich bekommen. Ist soweit richtig. Ja. Blöd nur, dass ich nicht auf dem Sandstein gelandet bin. So. Hä? Versuchen wir das Ganze nochmal mit etwas Konzentration. Das war leider zu spät. Das Problem ist hier an der Sache, dass man relativ schnell seine Konzentration umverteilen muss. Also man guckt jetzt irgendwie oben auf den Pilz. Hä? Sehr schön. So, Level geschafft. Den Satz möchte ich aber noch zu Ende bringen. Man guckt dann oben auf den Pilz, muss dann aber im richtigen Moment abspringen und direkt dann auf die Spielfigur achten. So, und ich weiß gar nicht mehr, warum man den Schlüssel einsammeln musste. Wahrscheinlich nur, damit man zwangsläufig schon einmal das erste Mal da drüber muss. Beobachten wir nochmal die Pilze. Naja gut, die sind jetzt... Ja, genau, das war der Witz an dieser ganzen Geschichte. So, wenn man nämlich jetzt den Schlüssel nicht direkt am Anfang einsammelt, dann läuft der erste Pilz da zurück nach rechts und synchronisiert sich so ein bisschen mit dem zweiten. Wenn ich den jetzt nicht jetzt einsammle, habe ich keine Chance mehr, die nacheinander einzusammeln, weil ich kann zwar im Sprung eventuell einen davon fangen, aber ja, blöd, der zweite fällt dann runter. Oder ich fange beide und auch blöd, weil Pilze dürfen sich ja nicht überlappen und sowas. So, und damit kommen wir zu Level 22. Das ist dieses Level hier und das letzte Level in Version 1.0 des Spiels. Mittlerweile gibt es ja noch weitere Level, 23 bis 30, von denen meiner Meinung nach... Ich spiele einfach mal. Zwei Level übertrieben schwer sind, gebe ich sehr gerne zu... Aber, tja, wer eine Herausforderung möchte, tschakka. Das war gar nicht gut. So, was man hier auch wieder sieht, das habe ich in irgendeinem früheren Video, also was heißt irgendeinem früheren Video, es gab genau zwei frühere Videos, in einem davon habe ich das schon mal angesprochen. Am Anfang dieses Levels sieht man auch wieder... So, hier kann ich mal Pause machen. Am Anfang des Levels sieht man auch wieder diese zwei senkrechten Sandblöcke, die primär dafür sorgen, dass diese HP-Ball schießenden Teile da an der Wand genug Zeit haben, einmal so den Bildschirm voll zu stöppeln mit ihren Kugeln. Weil sonst wäre das viel, viel, viel zu einfach da am Anfang. So, jetzt sind wir natürlich schon wieder am Ende des Levels. Was heißt, dass wir gleich wieder am Anfang sind? Denn diesen Sprung, wow... Also der ist meiner Meinung nach relativ fies. Und den werde ich jetzt wahrscheinlich erst noch ein, zweimal versemmeln.
bevor dieses Level dann irgendwann mal klappt. So, wann muss man dann irgendwie springen? Also man muss jetzt natürlich in so einer Lücke zwischen zwei Kugeln links rauf und direkt weiterspringen, weil die Kugeln ja auf einen zukommen. Und das versuchen wir jetzt und versemmeln das, weil, ja, schade, doof. So, die beiden hier meine ich. Man sieht, ich mache das direkt nochmal, während man die hier kaputt macht, kommen die Kugeln auf einen zu. Während die nicht da, könnte man bis fast rechts zum Level durchlaufen, ohne, ja, von diesen Kugeln irgendwie gehindert zu werden. Und das wäre doch viel, 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 viel zu einfach, dachte ich mir. Deswegen haben wir da so zwei Teile hingetackert. Hä, so. Jetzt habe ich so das Wichtigste, glaube ich, zu diesem Level gesagt. Jetzt könnte ich das eigentlich gerne schaffen. Das wäre schön, aber ist vielleicht nicht so furchtbar wahrscheinlich. So, hä. Hier, als ich diese beiden so gegenläufigen Generatoren dahingestellt habe, dachte ich, das wäre unglaublich schwer, da durchzukommen, bis ich das dann tatsächlich ausprobiert habe und der Meinung war, das ist ja eigentlich super einfach, wenn man es richtig tut. So, das war Level Nummer 22. Auch eigentlich gar nicht so furchtbar schwierig. So, Level, ja, hier, 23. Das erste Level aus Version 1.1 des Spiels. Da gibt's einen so einen ähnlich fiesen Sprung und ich glaube, dieses Level mache ich auch noch. Insbesondere, weil ich das schon gesehen habe in einem anderen Let's Play. Es gibt ja doch einige Leute, die dieses Spiel hier gespielt haben, worüber ich mich nochmal bedanken möchte oder wofür ich mich nochmal bedanken möchte bei allen diesen Leuten. Denn ich habe diese Videos wirklich mit Freude geguckt und ich gucke auch immer noch weiter diese Videos und kommentiere die, mache alles Mögliche damit. So, jetzt wieder zurück zu dem Level hier. Dieser Pilz hier unten, der hier, der ist irgendwie so der Knackpunkt in dem Level, weil der läuft vor einem weg, wenn man den mal beobachtet. So, der läuft da durch, wir passen da nicht runter durch. Wir müssen den Sandstein da kaputt laufen. Ich wollte den eigentlich gar nicht so einsammeln. Ich glaube, man hat das Konzept schon gesehen. Und deswegen versuche ich jetzt mal, mich zu erinnern, wie man eigentlich am schnellsten hier durchkam. Nein. So. Und so. Und ich glaube nicht, dass es möglich ist, diesen Pilz einzusammeln, bevor er da runterfällt. Wäre zumindest schlecht, wenn das möglich wäre. Das war auch schlecht, wo wir gerade beim Thema sind. Das auch. Sondern dass man wirklich dieses ganze Level ausreichend schnell machen muss. Arg. Das könnte eigentlich, danke, mal klappen. So schwierig ist das nicht. So. Man muss dieses ganze Level ausreichend schnell veranstalten hier. Das wird viel zu knapp, schade. Denn das Problem ist, dieser weglaufende Pilz wird da unten links irgendwann diese beiden Sandblöcke auflösen und sich dann nach da ganz unten verabschieden, wo man nur noch drankommt, wenn man Lebenskugeln einsammelt. Und wie wir ja schon wissen, Lebenskugeln einsammeln gleich doof. Sollte man nicht tun. Das heißt, man muss den Pilz da schnappen, bevor er diese Lebenskugeln da durchbrochen hat. Und hier Trick, einfach stehen bleiben und so, fertig. So. Der schwierigste Teil an dem Level ist dieser Sprung, weil man da auch wieder direkt weiter muss. Also finde ich zumindest so ziemlich das Schwierigste an dem Level. Und wenn man den geschafft hat, ist man eigentlich auch schon mit Level 23 fertig und tot. Ja, sehr schön. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis demnächst.